Gut. Hallo, mein Name ist Joji Hattori und ich bin erster Gastdirigent vom Wiener Kammerorchester. Ich habe das Vergnügen, die neue Serie Primetime künstlerisch zu leiten. Weil die Konzerte um 20.15 Uhr anfangen, so wie die Primetime-Sendungen im Fernsehen, aber auch weil wir die Konzerte ein bisschen wie eine Fernsehsendung moderieren und präsentieren möchten. Wenn ich sage Fernsehsendung, dann möchte ich das auch eigentlich wie eine Show präsentieren. Also wirklich interaktiv mit dem Publikum. Wir werden versuchen, sie manchmal zu befragen, ob es ihnen gefallen hat. Teile eines Konzertes wiederholen, vielleicht einmal schneller, einmal langsamer und darüber sprechen, was besser war. Die Gespräche mit den Künstlern kommen dazu und das Orchester wird in der Mitte des Saales spielen, dass die Atmosphäre vielleicht eher einem Hauskonzert ähnelt. Als Solist präsentieren wir immer einen großartigen Künstler aus der ganzen Welt, der aber sein Debüt in Wien gibt, der noch nie in Wien gespielt hat vorher. Beim ersten Konzert haben wir Dmitri Maslejew, den Pianisten, der vor 3 Jahren den großen Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau gewonnen hat. Beim zweiten Konzert haben wir einen französischen Hornisten, einen der begabtesten Hornisten seiner Generation, Felix Dervaux, der mit 23 Jahren die erste Hornstelle im großen Konzertgebauorchester in Amsterdam gewonnen hat. Und beim letzten Konzert dieses Jahres, also beim dritten Konzert, präsentieren wir Dominik Wagner, vielleicht einer der größten Kontrabasstalente aus Österreich. Ich freue mich sehr auf euer Kommen. Ich garantiere euch, dass wir hochwertige klassische Musik einmal anders präsentieren werden.